Die Schilderl, die im Schirr von der Armee machte, war noch schlimmer, als er sich es hatte vorstellen konnten. Es fehlte an Brot, seit langer Zeit wurde kein Fleisch mehr ausgeteilt. Man konnte kaum 200 Maultier zu den Transporten zählen, daher war nicht daran zu denken. Mehr als 12 Stück Kanonen mit sich zu führen. Dieser Lager wurde von Tag zu Tag schlimmer. Es war kein Augenblick zu verlieren. Die Armee konnte da, wo sie stand, nicht mehr bestehen. Man musste voran oder sich zurückziehen. Der französische General gab den Befehl, dass man sich in Marsch setzen sollte. Er wollte den Feind der Greiker beim Anfang des Feldzugs in Verwirrung und durch auffallende und entscheidende Vorteile aus der Fassung bringen. Seit dem Anfang des Kriegs war das Hauptquartier beständig in Nizza geblieben. Es bekam Befehl, sich nach Albinger zu begeben. Seit langer Zeit hatte sich die Bevölkerung gefunden, diese Station als einen festen, bleibenden Aufenthalt anzusehen und kümmerten sich weiter mehr um die Annehmlichkeiten des Lebens als um die Bedürfnisse der Armee. Der französische General musterte die Truppen und sagte ihnen: Soldaten! Ihr seid ohne Kleidung, schlechte Genährte. Man ist uns viele Rückstände schuldig. Man kann uns nicht geben. Euer Geduld, der Mut, falken ihr hier zwischen diesen Bergfelsen beweist, ist bewunderswürdig. Aber damit erwerbt ihr keinen Ruhm. Ich will euch in die frühgebersten Ebenen der Welt führen. Reiche Provinzen, große Städte werden wir in unsere Gewalt bekommen und dort werdet ihr reiche Ruhm, Ehre und Ruhm finden. Soldaten Italiens! Würde es euch ein Mut fehlen? Diese Worte eines Generals von 25 Jahren, in welchen man bereits wegen der glänzenden Operationen von Toulon, von Savone, großes Zutrauen hatte, würden unter dem lebhaftesten Beifall aufgenommen. Die Soldaten kannten ihn. Er war in den letzten Jahren an ihrer Spitze gestanden, da man alle Alpen umgehen und in Italien über die Bergspitze von Cadebon eindringen wollte, so musste die ganze Armee sicher auf ihres rechten Fluges außer Standpunkte zusammenziehen. Diese Operation wäre gefährlich gewesen, wenn damals die Ostgänger Italiens nicht mit Schnee bedeckt gewesen wären. Auch der Übergang von Defense System zum Offen System ist eine der schwierigsten Operationen. Serruier musste sich mit seiner Division in Garizio aufstellen, um das Lager zu bewachen. Vorhin der General Crowley bei Severstan. Massena und Ogoro mussten in Loano finale und bis nach Savona in Reserve bleiben. La Harpe feste sich in Marsch, um Genua zu bedrohen. Seine Vortrapper unter dem Kommando von Servoni besetzte Voltri. In demselbigen Augenblick ließ der Obergeneral den Senat von Genua um den Durchgänger bei der Burkette und ihm die Schlüssel von Gavi erzogen. Und dabei, so wie sie tun, er wollte nach der Lombardei vordringen und sich mit seinen Operationen an die Stadt Genua
anlehnen. Es entstand darüber ein gewaltiger Lärm. In Genua die Räte schlagten unaufhörlich. Bolio wurde hierüber aufmerksam und rückte in aller Eile von Meilen aus, um Genua zu Hufe zu kommen. Er versetzte seine Hauptquartier nach Carnovi, verteilte seine Armee in drei Korps, das zu rechten unter dem Befehl des General Colli, das aus Piemontesern bestand. Er hatte sein Hauptquartier in Seva. Es sollte die Störer und den Tenero beschussen. Das Zentrum unter dem Kommando von Dargentau marschierte nach Montenotte, um die französische Armee vermöge eines Angriffs auf ihre linke Flanke auszuschneiden und ihren Savonne den Weg nach der Chronique zu verfehren. Bolio in eigener Person sieht mit seinem linken Flug Genua zu Hufe und gegen Vautry. Auch für den ersten Anblick sollte man glauben, dieser Plan sei gut berechnet. Allein bei näherer Untersuchung der Umstände findet man, dass Bolio seine Macht verteilte. Wobei jeder unmittelbare Kommunikation zwischen seinem Zentrum und seinen linken Flügel unterbrochen und nur hinter den Gebirgen herum möglich war. Dagegen die französische Armee so gestellt war, dass sie sich in wenigen Stunden zusammenziehen und in Maß über das eine oder das andere der feindlichen Korps herfallen konnte, war einmal also von beiden geschlagen, so musste sicher das andere der Kausse zurückziehen. Der General Dargentau, welcher das Zentrum der feindlichen Armee kommandierte, rückte den 9. April vor und kampierte dann diesen Tag in Untermontenotte. Den 6. zog er gegen Montelegino, um bei der Madonna herauszukommen. Der oberste Rampant welkam die Bewachung der drei Redouten von Montelegino übertragen worden war. Hatte Nachricht von dem Anzug des Feindes erhalten und ging mit einer starken Begleitung auf Relogro-Sairo. Dieser kam wieder zurück, der Feind folgte ihr von Mittag an bis zum 2 Uhr, wo sie nun wieder die Redouten besetzte. Dargentau machte dann Versuche, diese auf einmal festzunehmen. Er wurde aber in drei Angriffen nacheinander zurückgeschlagen. Er gab dann die Sache auf, dass seine Leute abgemattet werden. So nahm er seine Stellung und verschob es auf den anderen Tag, diese Redouten zu umgehen, wo sie dann von selbst fallen werden. Bolio seinerseits rückte den 9. gegen Genova. Den ganzen Tag über hatte Le Harpe am 6. mit seinen Vorposten vorwärts über Vautry hinaus zu tun, um ihm die Bergschlunde streitig zu machen und ihn zurückzuhalten. Ober des Abends von 6. zog er sicher auf Savonne zurück und am 11. mit der Tagesanbruch bessern er sicher mit seiner ganzen Division hinter Rampont und hinter den Redouten von Montelegino in eben derselben Marke von 17. Auf den 11. marschierte der Obergeneral mit den Divisionen Massena und Augereau über die Bergspitze von Caderbon und kam hinter Montenotte heraus. Mit der Texansbrück führte nun Dargentau, der Sieger auf diese Art von allen Seiten umgeben sah.
Dörke Rampon und der Harpe von vornen und Dörke den Obergeneral von hinten und auf der Flanke angegriffen. Die Niederlage war vollkommen. Das Korps von Dargenthal wurde ganz aufgerieben. Gerade in diesem Zeitpunkt erschien Beaulieu bei Voltri, aber er traf hier niemand mehr an. Erst am 12. erfuhr dieser General das Unglück bei Montenotte und das Eindringen der Franzosen in das Piedmontische. Dazu musste er alsdann in aller Geschwindigkeit seiner Truppen wieder denselbigen Marsch rückwärts machen und auf eben den schlechten Wegen zurückgehen lassen. Auf Falken er vermag seines Plans gewesen war, sich einzulassen. Daraus folgte weiter, dass drei Tage nachher bei der Schlacht von Messimo nur ein Teil seiner Truppen zur rechten Seite auf dem Wallpass ankommen konnten.